Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker mit mir am Nintendo. Wir sind wieder bei den Event Levels und wir haben beim letzten Mal schon Super Barack Rhythm Land gemacht und Chiplove. Und jetzt machen wir. New Arena Maker hatten wir auch schon gemacht, genau. Und jetzt machen wir Arena Maker Returns. Dieses Level hat Arena Gacho gebaut, bla bla bla, kennen wir schon. Aber sein Kommentar, den kennen wir noch nicht. Die Vorstellung, in aller Ruhe im Meer zu schwimmen, hat mich zu diesem Level inspiriert. Neben der normalen Route gibt es auch einen einfacheren Weg zu finden. So, vielen Dank, mein Lieber. Das machen wir natürlich. Ich bin wieder euer Nintendo. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. So. Dann wollen wir mal. Hallöchen. Arena Maker Returns. Der Blubber macht mir jetzt schon wieder Sorge. Ich geh erstmal da weg. So. Och nö, ich muss hier nicht wirklich rein, ne? Och nö. Aber dazu. Ne, hier unten muss ich nicht rein. Doch, hier unten muss ich rein. Klar muss ich hier unten rein. Ja, was mache ich jetzt hier mit den Tintenfischen? Helfer! Oh, das hat fast geklappt. Wie soll ich das denn gehen? Oh ne, ich geh mir jetzt schon wieder auf den Keks. Alter. Japaner müssen immer übertreiben. Oh, geht's denn hier oben lang? Oben geht's auch lang. Ich geh mal oben lang. Er hat ja gesagt, es gibt mehrere Wege. Es gibt einfach einen einfacheren und einmal einen schwereren. Bisher sehe ich nur. Dankeschön für den Stern. So, Hallöchen. Muss hier mal durch. Ein bisschen mal alles so eng bauen hier. Alter Vater. Oh, das sind Dings. Die nehme ich. Nimm beides. Da, weg mit dir. Oh, geh weg. Ja, Hilfe. Am schlimmsten sind die Blooper. Die sind am schlimmsten. Mein Gott, fällt zu langsam da. Der Blooper ist immer noch da. Der gibt mir so auf den Keks, der Blooper. Das ist schon nicht mehr schön. Ist hier was Schönes drin? Ja, ein Stern. Kann ich mitarbeiten? Yay! Yay! Juhu! Tschüss! Nee, geht's nicht rein. Okay. Oh, da gab's noch eine Feuerblume. Wir haben ja gerade eine. Glaube ich. Ja, wir sind rot. So, ein Pfeil nach rechts. Den folgen wir gerne. Mehrere Pfeile nach rechts. Die folgen wir noch viel mehr. Lalala. Okay, da ist eine Röhre. Mit einem Goomba. Der bleibt links eingesperrt. Jetzt müssen wir nach unten. Machen wir gerne. So weit runter jetzt auch aber wieder nicht. Warum sind denn die Pfeile so weit unten gelegt? So, und jetzt wird es hier gerade ein bisschen leer. Ach, hier ist das Ende. Hallöchen. Yay. Das war der erste Weg. Und den zweiten. Nein, machen wir nicht. Auf jeden Fall, ich habe einmal das Level gezeigt, das sollte reichen. Also, mein Ziel ist halt immer, bis zur Flagge zu kommen, egal welchen Weg man nimmt. Arena Maker Returns war das auf jeden Fall. So, warum sind da so viele Pfeile nach unten? Hä? Sollte ich sterben oder wie? Komisch, komisch, komisch. Okay, aber beide Wege hätten mich eigentlich dahin geführt, wo ich hingehetzt sollte. Also, ich meine. Wenn wir jetzt die Bombe da unten links genommen hätten, dann wären wir genau beim gleichen Weg wieder rausgekommen. Also lohnt es sich nicht, mit der Bombe den Weg zu machen. Gut. Weiter geht's mit Arena Maker. Es gibt nicht nur eine Route zum Ziel. Wenn ihr beim letzten Weg einen Fehler macht, müsst ihr Demo zeigen. Okay, mein Lieber. Machen wir gerne. Dann zeigen wir Demo, wenn wir einen Fehler machen. So, Arena Maker. Mit einem Sternchen, den wir nicht bekommen. Doch, den bekommen wir. Yay. Hallöchen. 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 Oh, nee, alles okay. Da ist eine Feuerblume drin. Die hätte ich ganz gerne. Vielen Dank. Oh, ja, super. Man sollte mal auf die Pfeile hören. Hier trollen sie wenigstens nicht. So. So. Vielen Dank. Lauf. Laufen, 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 laufen. Ich hätte auch unten den Koopa machen können. Dann wäre ich da auch unten hingekommen. Na super, so geht's auch. Ach ja. Ich kann ja mal den Koopa da unten machen, vielleicht geht das besser. Wartet. Ich zeige euch jetzt mal Skills. Oh. Falsche Richtung. Schade. Ja, dann müssen wir doch wieder den anderen Weg gehen. Das ist ja doof. Schade. Aber normalerweise können wir das halt auch machen. Dann können wir den Sternpart überspringen. Oh. Oh, der Koopa kam ja wieder. Stimmt, die haben wir respawn. Ach, Mann, oh. Nochmal. Jetzt aber. Ja, genau so muss das. Oh, der kommt zurück.
Wieso ist er da nicht durchgesprungen, der Mario? Bist du doof? Gut, dann gehen wir halt den Sternenweg. Ist okay. Warum juckt meine Nase gerade eigentlich so? Das ist nicht gut. So, da ist wieder die Feuerblume. Hallöchen. Jetzt folgen wir mal dem Pfeil. Vielen Dank. Kommt hier was raus? Nö. Oh. Hallöchen. Oh, dankeschön. Dankeschön. Aber Hauptsache Trollblöcke einbauen. Ja, ja, ja. Ihr seid auch nicht besser. Oh, noch ein Stern. Das war ein Fehler. Ach, komm. Oh. Macht so viel Spaß. Ja. So, wunderbar. Hallöchen. Gib her. Danke. Ui, so. Okay, es gibt Trollblöcke. Wir müssen aufpassen. Ja, gut, okay. Kann man wohl nicht ausweichen, genau. Oder ich bin gerade zu doof dafür. Ui, 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 ui. So. Hilfe. Geh mal weg hier. Ist hier hinten eigentlich irgendwas? Ach, Junge, ist auch noch lange. Sagt mir doch einer. So, ich glaube, hierfür brauche ich auch den Stern. So, wir warten. Warum müsst ihr eigentlich immer Trampoline platzieren? Das macht ihr nicht gut, Leute. So, oh nein! Nein! Oh. Rhino Maker. Mhm. Toller Maker hier. Yay. 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 So. Blume. Blume. So, so, so. Oh, man kommt da. Man kriegt da auch nicht ausgewichen. Ich weiß nicht, wie man da ausweichen kann. Oh, noch ein Block. Was? Da sind zwei? Was ist das denn bitte? Wow, Hilfe. So. Ach, der Stern ist bestimmt zum Zurückspringen da. Deshalb sind da die Trampoline. Oh nein, das wird jetzt böse enden gleich. Okay, doch nicht. Nein! Warte, warte. Genau, machen wir so von mir aus. Mir egal. Hauptsache ich sterbe nicht. Sind die Dinger wieder gespawnt? Oh Gott, Hilfe. Was mache ich hier? So, nein. Ja, nein. So, ja, nein. Doch, da, ja. So. Kommt ihr bitte wieder, Plattform. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Na, oh, da oben ist ja auch eine Decke. Sag mir doch einer, dass ich da... Oh, oh, deshalb ist auch diese... Oh, diese lange Stange. Oh. Das ist so... Ich bin gesprungen. Mano, ich bin auch gesprungen. Yay, yay, yay. So, la 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 la. Yay, 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 yay. Feuerblume. Und wieder runter. Und so, und so, und so. Und oh nein, ich falle. Oh nein, doch nicht. Beziehungsweise ich bin doch gefallen. Ja, danke schön. Hilfe, stopp, stopp, stopp. So, so, so. So, Hallöchen. Okay. So, also wenn ich auf der Trampolin bin, dann muss ich da halt rauf. Ja, so geht's natürlich auch. Psst. Ach, Mann, Level macht jetzt nicht so viel Spaß. Wie viele Levels haben wir bisher in diesem Park geschafft? Nur eins, ne? Naja, super. Das ist ja nicht viel. Ich hätte gern viel mehr. So, Hallöchen. So. So, so. Ah. Ja, Hallöchen. So, geht's auch. Tschüss. Ach komm, ich meine jetzt so, genau. So, weg mit dir. So, weg mit dir. Weg mit dir. Ich hasse halt Mario auch. Das ist so schwammig. So, ich meine das jetzt so. Nämlich, Leute. So geht's viel besser. Oh Gott, war das knapp. Hilfe. Okay. Hilfe. Oh Gott, war das knapp. Was brauche ich denn hierfür? Ach, egal. So, ich möchte nur noch... Oh, zum Ziel. Dankeschön. Oh, da ist ein Stern. Den nehme ich ganz gerne. So. Oh ja, aha. Nein.
Okay. Hilfe. 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 Wo muss ich hin? Nach unten? Ich glaube ja. Oh mein Gott. Ja. Aha. Schön. Ist da unten was drin? Ich glaube, da waren diese... ich glaube, da ist ein Pilz. Ja, ne, ist nur ein normaler Pilz drin. Nee. Ja. Ach so. Ha. Ja, ja, ich weiß schon, was man hier machen muss. So, einmal ducken. Und jetzt steht hier irgendwas schönes Japanisch. Ich glaube, da steht nur 100. Und dann irgendwas Japanisches. Und geschafft. Oh, Gottes Willen. Der hat echt kranke Levels, der Typ. Eieiei. Ich glaube, die wurden auch in der Game Show gemacht, die Levels. Wenn ich mich nicht irre. Aber weiß ich nicht genau. Naja. Das ist Arena Maker gewesen. Man hätte halt auch oben lang gehen können, hätte man One-Up bekommen. Aber das war mir jetzt Schnurz, Piep, egal gewesen. So. Ja, das sind wir auch schon fertig mit den Event-Levels bald. Aber ich habe gar kein Fragezeichen-Bild bekommen. Achso, doch, klar. Ich habe ja Arena schon freigeschaltet. Stimmt. Ah, das heißt, man kann ihn auf mehrere Weisen freischalten. Ah, okay, 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 gut. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Fragezeichen-Pilz. Alle guten Dinge sind drei, wenn in The Legend of Zelda Triforce Heroes drei Helden Kampfkraft und Hirnschmalz vereinen, kann kein Feind und kein Rätsel sie aufhalten. Das kannst du nun auch als Mario-Level erleben. Bilde mit drei Links ein Totem und schlage dich bis zum Ziel durch. Ja, jetzt eine Level angelehnt an The Triforce Heroes. Das wird lustig. So, hallöchen, wir sind Mario, aber ich glaube, Mario kann in ein Zelda-Universum nicht viel anrichten, deshalb werden wir zu links. Yay! Das sieht voll cool aus, muss ich sagen. Das, also das als Amiibo wäre bestimmt auch geil als Figur, aber naja, gut. Stell dir mal vor, das als Amiibo so, das wäre voll geil. Naja, gut. Ja, wir sind die drei Helden aus Lumpenland, Hallo Lumpenland, ne? Ich meine, ich habe das Spiel auch, aber ich habe bisher noch nicht so viel gespielt. Beziehungsweise habe es seit kurzem. Und ja, deshalb weiß ich noch nicht so viel von der Story. Obwohl die Story immer ganz einfach ist. Aber egal. Ja, wir sind auch hier. Die Goombas sind auch als Totems aufgebaut. Die Röhren sind als Totems aufgebaut. Die Koopas sind als Totems aufgebaut. Sieht schon cool aus, muss man sagen. Ich habe mein Dings verloren. Nein, jetzt sind wir wieder Mario. Das ist langweilig. Hallöchen. Oh nein, warum? Oh ja, sicher. Ja, sicher. Oh ja. Oh nö. Oh Gott. Das war knapp. Hilfe. Oh Gott, war knapp. Hilfe. Hilfe. Ja, das gefällt mir schon mehr. Wow, hat ja lang gehalten. Okay. Hilfe. 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 Zelda. Ja, genau. Zelda. Und rein damit. Dankeschön. Und damit bekommen wir jetzt den Link Totem Amiibo, Fragezeichenpilz freigeschaltet. So. Event Level 2 for Heroes. Und damit haben wir die 102 Link Totem aus The Legend of Zelda 2 for Heroes. Das sieht voll cool aus, muss ich sagen. Ja. Und damit haben wir noch ein neues Level, das ist erst seit kurzem drin. Also das kam, glaube ich, einen Tag später rein, nämlich Super Mario Kun 25 Anniversary. Dieser Level stammt von Yukio Sawada, dem Schöpfer der japanischen Manga-Serie Super Mario Kun. Die erste Hälfte ist eine Nachricht zum Jubiläum, die zweite Hälfte ist voller Gegner. Wenn ihr den Level abschließt, erhaltet ihr die Figur Super Mario Kun für den Fragezeichenpilz. Ja, da sieht man auch schon ein Bild. Das sieht echt sehr schön aus. Ja, das Schöne ist, die erste Hälfte erhält eine Nachricht zum Jubiläum. Ja, ist ja schön, Nintendo. Aber ist japanisch. Könnte man vielleicht mal übersetzen. Aber okay, gut. Ja, wir spielen Super Mario Kun 25 Anniversary. Dass es echt so ein Manga gab. Ob es den immer noch gibt, weiß ich gar nicht. Bestimmt. Vielleicht. Ich weiß es nicht. So. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Erstmal hier kaputt machen die Meldung. So, oh Gott. Och, nö. Oh, Alter, dieser Bugkreisel, ne? Wird der erfunden? Boah, nee. So, hier ist eine Kreissäge. Ah, hier passiert nicht so viel. Oh, da ist ein Pilz. Oh, warte mal. Da ist nichts drin. Ja, tschüss, Pilz. Macht nichts. So. Okay.
Die erste Hälfte erhält eine Nachricht. Aha, aha, aha. Da ist eine Feuerblume, die hätte ich ganz gerne. Wenn ich die bekomme, ich werde sie bekommen. So, jetzt lass mich doch mal. Dankeschön. Nein. Ja. Ja. Ja, dankeschön. So. Die kann man nicht zerstören. Da steht eine 25. Das kann man erkennen. Das war, war eine gute Idee. War eine gute Idee. So, jetzt geht's hier rein. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Clowncopter-Spaß. Juhu. Ja, Hammer, Bruder. Hilfe. Das war doof. Egal. Hallo, Bowser. Wie geht's dir so? Hallo. Oh Gott. Ich möchte hier rein. Ich möchte hier rein. Wie soll das gehen? Hilfe. Hilfe. Dankeschön. Das war das Level von Yukio Sawada. Ne, war das so, ne? Ich meine, ja. Und damit bekommen wir jetzt den Fragezeichenpilz Super Mario Kun. Das sieht lustig aus. Ja, schön. Vom Koro Comic, genau. Vom Koro Koro Magazin. Auch schön. Ja, Leute. Das waren die bisherigen Event-Levels von Nintendo. Es werden werden auf jeden Fall noch welche hinzukommen, weil wir haben ja noch so viele Slots frei. Wir haben ja gerade 110, können wir jetzt maximal haben. Und wir haben bisher nur 3. Also werden noch irgendwann mit 7 kommen und noch bestimmt noch mehr mit Updates und so weiter, blablabla. Aber das heißt erstmal bis jetzt mit den Event-Levels. Wenn ein neues kommt, werden wir das sofort spielen. Also wenn ich halt dann zum Aufnehmen komme und dann halt später dann, ne, das Video erscheint. So mache ich das. So, Problem ist jetzt noch, mit Mario Update, Super Mario Maker Update 2.0. Gibt es jetzt auch die offiziellen Baumeister-Levels und das sind einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, warte mal kurz. So, ja, wir haben halt noch von offiziellen Baumeister, also 2, 4, 6, 8. 8 Leute sind das derzeit, kann auch sein, dass noch mehr hinzukommen. Ja, und jeder dieser Leute lädt ein Level hoch. Ja, zum Beispiel hier Parallelwelt vom Radierer. Auch ein Level. Und der hat noch ein Level. Und der hier hat ein Level. Und der hier hat ein Level. Sogar 2 Level. Und der hat hier noch ein Level. Also ihr seht, es wird jetzt mehr, was wir spielen müssen. Ja. Also, machen wir damit beim übernächsten Mal weiter. Beim nächsten Mal machen wir nochmal ein, machen wir auf jeden Fall wieder User Level von euch. Und ja gut, Leute, darf ich vorstellen, was ist hier von diesem Part von Let's Play Super Mario Maker. Und bis dahin sage ich Ciao, euer Ninjoshi, Tendo.